Hi, ich bin Jonas, ich bin 16 Jahre alt und das ist meine Geschichte. Boah, ich habe mich heute schon wieder mit meinen Eltern gezofft, weil ich nur noch schlechte Noten schreibe und die Klasse wahrscheinlich wiederholen muss. Hey, was ist denn mit dir los? Du siehst so traurig aus. Hier, hast eine Kippe. Würdest du denn gerne an Rattengift und Raketentreibstoff nuckeln? Und wenn du Glück hast, gehörst du dann zu den 140.000, die jährlich daran sterben? Oder willst du impotent werden und nie wieder eine Nacht in fremden Betten verbringen? Also bitte, nimm sie nicht. Nimm doch, die soll nach Schokolade und Vanille schmecken. Zieh dran, das geht gleich ins Hirn, das benebelt. Lass einfach los, lass dich total gehen. Was geht bei dir, Alter? Sieht aus, als ob du Stress hast, Alter. Junge, lass mal einen durchziehen. Nimm es nicht. Du könntest Panik bekommen und dann von einer Brücke springen. Wozu dann das Ganze? Irgendwann schaffst du deine Prüfungen nicht mehr, weil du dir nichts mehr merken kannst. Und dann sitzt du ohne Job und ohne Freunde rum und hast keinen Bock mehr, irgendwas zu machen. Probier doch mal. Jedes Mal ist es anders. Eine totale Überraschung. Du bist einfach nur cool drauf und lernst einfach neue Leute kennen. Und alles ist viel besser. Und im Bett läuft's dann auch wieder gut. Und alles läuft nur noch chillig. Dein Leben ist dann total entspannt. Jetzt hat die mich im Ernst verlassen und warum? Nur weil ich kiffe. Ich fass es einfach nicht, da muss ich erstmal eine Nacht drüber feiern gehen. Hey Alter, was ist denn los mit dir? Du siehst so mächtig scheiße aus. Ich würde mal meinen, wir ziehen erstmal einen durch. Willst du sterben an einem Magenbruch und alles, was in dir ist, verlieren? Damit meine ich auch deine Intelligenz und deine Zähne. Möchtest du eine tickende Zeitbombe sein? Und jeden Moment platzen können? Oder möchtest du nur noch aus Haut und Knochen bestehen, die ganze Zeit nervös sein und einfach nur scheiße aussehen? Tu es nicht. Du hast doch sowieso schon alles verloren. Ey Mann, stell dir mal vor, du brauchst keinen Schlaf und kannst nur noch feiern gehen. Sprich dann Leute an, wirst selbstbewusst, lernst heiße Girls kennen. Und stell dir vor, du musst kaum noch was essen und wirst dadurch nie fett. Und es ist viel besser als Gras. Die Wirkung ist viel länger. Los, lass dich doch einfach mal richtig gehen. Nach einer Überdosis Crystal stirbt Jonas ganz allein unter einer Brücke in Karton Nummer 7.